We are back home, guys. We are back home. Look at this. Rainy, awesome day. Wir sind wieder da. Oh, so schön. Wieder unsere Stadt. Und Derpy und Mandy sind endlich wieder zu Hause. So, hier. Wir nehmen jetzt den Umzugswagen, weil wir haben ja sehr viele Sachen mitgebracht aus der Uni. Ja, wir haben alles ausgeräumt, was die vorher in den Zimmern stehen hatten, diese Idioten. Man konnte einfach alles mitnehmen. Ja, aber meinst du, das hat Konsequenzen? Nein, natürlich nicht. Ich meine, was soll schon passieren? Unsere Sachen sind ja schließlich nicht weg. Ja, stimmt. Also wir können das quasi jederzeit ja dann wieder mitnehmen in die Uni, wenn wir da nochmal hin sollten. Ich gehe da nicht nochmal lernen, das ist so bescheuert. Ich werde jetzt berühmt. I wanna be a star, star, star. I'm gonna cross the sky like a meteorite. Oh yeah. Oh, da sind unsere Hundis. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, wie süß. Oh, guck mal, Rüdiger knuddeln. Oh, ihr müsst Rüdiger knuddeln. Was will sie machen? Füttern. Ja, wir müssen erstmal die Tiere im Terrarium füttern. Oh, Rüdiger hat, Flöhe. Toll. Du gehst jetzt erstmal wo ist denn die? Zuneigung. Bauchkraulen. Und dann hier unsere Irina, die kannst du auch nochmal streicheln. Irgendwie fehlt in unserer Küche so ein bisschen Content. Ich habe ein paar Sachen rausgeschmissen, ein paar DLCs, was jetzt leider dazu geführt hat, dass uns wohl im Haushalt einiges fehlt. Zum Beispiel die ganze Küche. Das kann man ja ändern. Ich weiß nicht mehr, wie sie vorher aussah, aber gut, wir wollen ja eh umziehen, aber das wäre jetzt ein bisschen zu früh noch. Machen wir das doch einfach so. Das ist zu teuer. Okay, never mind. Super. Manni, dir fehlt ja ein bisschen was. Ja, ich weiß. Wir hatten hier irgendwie den Kühlschrank. Und dann da noch den normalen Herd. Nehmen wir den Herd. Nehmen wir einen anständigen Kühlschrank hier. So ein altbackenes Teil. Ne, das sieht doch schrecklich aus. Ist das hier? Oh, das ist ja voll hip und modern. Nee. Ultimativer Kühlschrank. Das ist doch ultimativ. Was Besseres als ein ultimativ teuren Kühlschrank. Kannst du ja nicht. Oh, lass mich eher im Badezimmer fehlen, die dann dementsprechend auch, weil wir die gleiche Garnitur benutzt. Hey, hi. Was zum Henker ist das? Kuhpflanze? Wieso stehen da Kuhpflanzen? Dinge, die muss ich nicht verstehen, oder? Was ist zum Henker? Was ist hier passiert, während wir weg waren? Ganz ehrlich, was ist hier passiert? What the fuck did just happen? Oh my god! So, und jetzt packen wir hier noch ein Waschbecken rein und dann ist gut. Nee, ein schönes Waschbecken hier, so ein Teil. Eigentlich ein Spülbecken. Oh ja, das brauchen wir ja drüben auch noch. Was zum Henker ist denn hier passiert? Hier ist aber sonst noch alles da, was wir brauchen. Ja, Bett haben wir. Wir haben irgendwie kein Sofa mehr. Was ist denn passiert? Also so viel Content habe ich nicht gelöscht, dass das Sofa weg ist. Heilige Scheiße. Ach Gott. Hier, dann nehmen wir hier sowas. Das passt da ganz gut rein vom Style. Hatten wir nicht auch mal Barhocker? Hier, hängen wir da so zwei Barhocker dran. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Wo haben wir überhaupt gerade das ganze Geld? Ach, ich muss einfach. Ich muss das nicht verstehen. Hier ein Bücherregal. Da, weg damit. Ah ja, hier haben wir ja auch diese Sitzsäcke. Brauchen wir aber nicht noch mehr von. Den Stuhl brauchen wir auch nicht. Das können wir verkaufen. Das ist noch irgendwas, was wir unnötigerweise doppelt haben, im mehrfachen Sinne sogar. Man kann immer so die Schilder jetzt. Das backt aber auch immer rum hier. So. Das ist so ein Dekoartikel, von dem ich auch nicht weiß, wo man den jetzt noch hinstellen kann in der Wohnung. Wir haben ja jetzt doch hier eher weniger Platz. Das müssen wir dann. Ja. Müssen wir dann wirklich für unseren Keller aufheben? Krass. Oh, wir könnten auch. Hier, Barhocker weg, das weg. Eigentlich könnten wir... Nein. Eigentlich könnten wir wirklich unsere Studentenlebenssachen so lange hier noch hinstellen. So.
Ja, ich will ja hinstellen und dann drehen auch individuell. So. Nein, ich habe doch gedrückt. Da. Ja, das sieht so ein bisschen mittig im Raum irgendwie jetzt aus. Ach, dann bleibst du erstmal noch so lange drin. Was ist das hier? Spieltisch der Vorzeit. Ja, das ist auch später perfekt für das Innenleben. Aber wir brauchen nicht 300 Skizzenbücher. Nebenbei bemerkt, liebes Spiel, das ist immer toll, dass du genau meinst, dass da und so eine Kaffeebar brauchen wir auch nicht. Das ist immer so, ja, hier auch so ein Möbelding. Nee, gar nicht, brauchen wir nicht. Aber wir haben so viele Spielkonsolen. Da reicht eine, die ist auch ganz super, die können wir uns... Oh, Spiel, bitte. Danke, Spiel, danke. So, nein. Ablegen. Wunderbar. Okay, da ist jetzt alles. Die Küche stimmt auch wieder. Die Hunde haben ihren Fressnapf. Die Hunde haben ihren Kauspielgedöns. Was hier ist für Kinder eigentlich, diese Schatztruhe? Naja, irgendwie so. Da ist alles, der Computer ist da. Hier stimmt alles. Okay, gut. Okay, jetzt fehlen hier ein paar Accessoires und vielleicht ein Spiegel. Das sollten wir auch noch hinpacken. Aber ansonsten, meine Güte, du kommst nach Hause und dann sind die Sachen alle weg. Wahrscheinlich geklaut. Wahrscheinlich hat jemand die Theken geklaut, weil die so besonders schön waren. Kann man hier auch den Spiegel weiter nach oben setzen? Nee, dann will ich den nicht. Ja, ich weiß, dass der an der Wand Platz werden muss. Warum sind das alle so niedrige Spiegel? Ist doch ein bisschen was Höheres hier. So, ist da noch ein bisschen Deko wieder? Ist doch komisch, wenn man das nicht hat. Was hatten wir denn hier zum Draufstellen? Hier so Perwoll-Zeug da. Pseudo-Perwoll. Tide. Ja, stellen wir ein bisschen Tide oben drauf. Was können wir noch hier? Da so frische Wäsche. Die platzieren wir mal hier so auf die Ecke. So, hier auch so Waschutensilien. Oh, Handtücher. Nö, nee, muss nicht sein. Was ist das hier? Ein Alienhirn. Ja, das ist super. Das hat man immer gerne im Badezimmer rumstehen. Eine Kerze noch auf dem Nachtpott da. So. Und das hier eine Nacht weiter. Und dann kommt jetzt hier noch ein bisschen dieses Make-up-Gedöns wieder drauf. Ich weiß nicht, ob das vorher da schon mal war, aber ich glaube, ich meine... Haarbürste kann hier hin. Männerhygiene kann hier hin. Zahnputzbecher? Irgendwo? Ja, in der Wand. Genau, in der Wand. Ist das hier noch? Kann ich das noch irgendwo hinstellen? Nee, da glitscht da durch. Nur ein Lippenstift. Kann ich das nicht irgendwie drehen? Warum lässt sich das dann nur so seitlich dahin platzieren? Kann ich es jetzt vielleicht irgendwie... Ah, schon viel besser. Ist das eine Klobürste? Was ist denn das? Nee, das ist so ein Rückenschrubber, ne? Kann man das hier irgendwie so... Das macht sich doch total schön an der Wand. Oh, guck mal, wie hübsch das aussieht. So ein Hornhauthobel. Das ist doch edel. Das hängt man sich doch da gerne hin. Guck mal, die Wäsche ist übrigens fertig. Und einer der Hunde hat uns die Zeitung reingebracht, während wir nicht da waren. Wunderschön! Ja, vielleicht sollte ich noch die Stiele anpassen. Das wäre vielleicht eine Idee. Guck mal nochmal, was gibt's denn hier alles? Hier ist bestimmt schön so. Hat alles geladen? Alles geladen? Alles hat... Oh! Guck mal, ganz so hässlich ist das gar nicht. Wenn wir das hier mehr gelblicher machen würden, vielleicht... Nein, das passt nicht. Das hier, das hat durchaus Stil. Tun wir einfach so, als wäre das ganz teurer, edler Belag und nicht irgendwie ein Küchenaufkleber. So. Wieso leuchtet denn das so bescheuert? Hör mal auf, so zu strahlen. Es strahlt einfach so. Na gut, dann leuchtet das halt. Leuchti, blendi, blendi, blendi. Und hier müssen wir irgendwas grün machen. Guck mal, machen wir das nicht einfach hier grün? Ja, nicht so quietschgrün. Han, übertreib mal nicht. So. Und dieses bisschen braun, was so der Herd da hat, ist völlig okay. Das passt zum Kühlschrank. Ja. Gut, wir haben jetzt halt keine Küchenutensilien mehr. Vielleicht können wir hier noch irgendwie so ein kleines Gerät aufstellen. Hatten wir nicht eine Eismaschine und all den Shit? Ist alles gelöscht worden. Deswegen kam auch diese Meldung, wo fehlende Objekte wurden ersetzt. Das mit dem Ersetzen klappt echt gut. Ja, das sieht ja seltsam aus.
Die Mikrowelle hier ist schon ein bisschen schöner. So. Wobei so ein Cappuccino ist doch viel geiler. Lass uns mal hier so eine... Das ist definitiv zu groß. Die hier, die hat Stil. Die gehört, glaube ich, auch zu dem Kühlschrank irgendwie vom Design her. Genauso wie hier die... Was sind Steampunk-stylig? Was es nicht alles gibt. Ja, nee. So, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal extra einen Feuermelder anbringen sollte, wo wir die Alarmanlage um die Ecke haben. Aber das ist ja nur die Liebesalarmanlage. So, wenn uns noch irgendwas fehlen sollte, werden wir das bestimmt frühzeitig mitkriegen. Alles gut. Ich bin wieder zu Hause, mein kleiner Schnuffi-Knuffi. Rüdiger, lass dich kuscheln. Ja, Rüdiger. Oh, du hast Flöße, süß. Wie, ich komme zu spät zur Arbeit. Saratza hat gerade ein anstrengendes Training. Tina Babe. Was zum Henker ist los? Jo, Wismar Gwebsi. Ich glaube, ich habe die ganzen Modifikationen hier nicht getimed. Das müssen wir auch noch machen. Ach, ist das toll. Regierungskomplex der Stadt. Ja, weil er da arbeitet. Das ist ja toll. Den Relativity müssen wir einstellen. Intervalle, sind da welche? Nein, sind nicht. Ja, neuer Intervall. Lege Geschwindigkeit fest. Nehmen wir mal 23. Stunde beginnt um 6 Uhr morgens, endet um 24 Uhr, ist okay. Tage, Samstag und Sonntag aus. Perfekt. Und den nächsten Intervall festlegen im Relativity Mod. Relativity, Relativity, Relativity. Nächster Intervall. Neuer Intervall. So. Ups, ich wollte nicht reinscrollen. Wert 19. Von 6 bis 24 Uhr. Und da schalten wir alle anderen Tage aus, bis auf Samstag und Sonntag. Wunderbar. So, der Relativity-Mod wäre eingestellt. Halt, wieder. Darf ich wieder? Wieder? Danke, danke. Jetzt noch den Story-Progression-Mod. Allgemeine Optionen. Alle Geschichten nur... Oh, persönlich Anführer, Mitglied, nur Bewohner, niemand, Feinde, Ehepartner. Nein, nicht alle. Feinde, nur Bewohner. Verwandte. Nehmen wir mal nur Verwandte. Jo, nur auf Verwandte gesetzt. Sonst kriegen wir nämlich pausenlos mitgeteilt, was in der ganzen Stadt los ist. Das will ich nicht. Ja, 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 ja. So, hab's noch irgendwas anderes, was man einstellen musste. Der Dezensor. Disable Mod True. Alles gut. Ja, sowieso alle Zensors sind rein. Was habe ich immer beim Zensors aus? Irgendwas... Dusche, Bad, aber ansonsten sind die ganzen Zensur-Dinger immer drin. Ich finde es nur so merkwürdig, ein Sim verpixelt im Bad zu haben. So, auch wenn das alles Barbies sind, doch egal. Kuscheln! Ich glaube, jemand muss ihm ein Flohbad verpassen. Kann man ihm Flohbad geben? Jagen beibringen, Rüdiger... Ja, Flohbad verpassen, das kannst du gleich danach machen. Aber erstmal noch die Irina. Hieß doch Irina, oder?